Ihr Lieben, heute ist das dritte Geschenk vom Hermes Trismegistos, damit auch dein Leben wieder in Einklang mit dir schwingt. Und für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Nimelli, ich bin Mentaltrainerin, Mentorin und deine Möglichmacherin. Und das dritte Gesetz ist das Gesetz der Schwingung. Und dieses Gesetz besagt, dass alles, von dem wir umgeben sein, seine eigene Schwingungsfrequenz besitzt. Und das haben wir ja jetzt schon ein paar Mal gehört, über das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal geredet. Das bedeutet auch, dass unsere Gedanken und unsere Gefühle eine bestimmte Frequenz, eine Schwingung aussenden. Und durch das, was wir aussenden, tritt immer das Gesetz der Anziehung in Kraft. Und deswegen ist es auch so wichtig und spielt so eine wesentliche Rolle, in welcher Schwingungsfrequenz wir uns selbst befinden, ob wir in der Schwingung des Mangels oder der Fülle sein. Aber was bedeutet das jetzt eigentlich, im Mangel- oder im Füllezustand zu leben? Im Prinzip ist es so, wenn man in niedrig schwingenden Frequenzen sein, dann sei man meistens oder leben wir meistens Gefühle aus wie Angst, Wut, Scham, Trauer, Neid, Gier, Hass. Man merkt es ja schon, wenn ich diese Worte ausspricht, dann spürt man schon, wie es in der Innenwelt eng wird. Und durch das schwingen wir sehr niedrig und es wird nach außen getragen und im Außen ziehen wir das dann an. Das passt sich unserer eigenen Schwingungsfrequenz an. Und wenn wir aber im Gefühl der Fülle sein, das bedeutet, wir seien in der Freude, wir seien in der Dankbarkeit, wir seien in der Liebe, im Wohlwollen, im Vertrauen, in der Güte. Dann spüren wir jetzt schon, wie sich das Innenleben weitet, wie es offen wird, wie das Lächeln automatisch größer wird, das Wohlbefinden angenehmer wird und so sind wir einfach hochschwingend. Und wir senden diese hochschwingenden Frequenzen aus und es ordnet sich draußen wieder und wir kriegen sehr viel Positives in unser eigenes Leben zurück. Und du merkst es jetzt auch bestimmt, was das für ein Unterschied ist, wenn man über diese Emotionen spricht. Welche Frequenzen herrschen denn in dir gerade? Bist du im Moment eifersüchtig? Neidest du dem Nachbarn, dass er sich ein neues Auto gekauft hat? Oder bist du einfach in der Dankbarkeit, dass das Leben gut so ist, wie es ist? Und schwingst du einfach mit Freude durch den Tag? Wie fühlen sich deine Gedanken und deine Gefühle an? Schreib's mir gern in die Kommentare oder schick mir eine persönliche Nachricht. Und bis nächste Woche darf ich dir einfach den guten Ratschlag geben, dir einfach ans Herz legen. Versuch so hoch wie möglich zu schwingen, damit du einfach dein Wohlfühlleben erleben darfst. Aber egal, wie es gerade momentan ist, vergiss einfach nicht, dass du wundervoll bist. Genauso, wie du bist. Und nächste Woche sprechen wir über das vierte hermetische Gesetz, und zwar über das Gesetz der Polarität. Und bis dahin wünsche ich dir von Herzen nur das Allerbeste.